Ja, willkommen zum neuen Projekt One Piece Giant Battle. Ich habe gedacht, komm, das lade ich jetzt hoch Mittwochs. Also es wird jetzt erstmal jeden Mittwoch ein Part erstmal auf jeden Fall kommen. Und ja, es wird sein, es geht direkt los im Piraten Grand Prix. Erschaffe mit Freunden zusammen ein mächtiges Piratenteam. Los! Geht auch direkt los. Der Rennwelt steht das größte Event des Jahrhunderts bevor. Der Piraten Grand Prix. Ein Rennen, in dem der größte aller Kämpfer siegen wird. Was? Wer steht? Marine und Piratenkämpfern offen. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Alle großen Namen sind dabei. Pirat Monkey D. Ruffy hat die Macht der Gungumfrucht. Er ist unterwegs nach Last Resort und entschlossen zu gewinnen. Entschuldigung für den Fehler am Anfang. Beim Piraten Grand Prix werden viele verrückte Teilnehmer mitmachen. Ich gebe alles, was ich habe. Ab jetzt müssen wir ein Team auswählen. Wen soll ich fragen? Gut, jetzt können wir drei Supportcharakter wählen. Vivi mit Karu, Smoker oder Marco der Phönix. Ich war jetzt Überlegung zwischen Smoker oder Marco, weil Vivi, ne, ist nicht so mein Ding. Weißer Raketenwerker oder Marco der Phönix. Konter oder Angriff. Ich bin eher so für, ja, Marco bin ich eher. Doch, für Marco bin ich und ja. Bist du mit dieser Unterstützung zufrieden? Ja. Hey, bist du der kleine Bruder von Ace, von dem Ace sprach? Du kennst Ace? Ananasgesicht? Ace und ich kennen uns schon sehr lange. Ich werde dir helfen. Klingt toll. Lass uns alle zusammen trommeln. Auf nach Last Resort. Gut, unsere erste Insel, die wir antreffen, ist auf der Grand Line, das Sabaody-Archipel. Grand Line, Sabaody-Archipel. Das mit der Karte finde ich übrigens hier schön gemacht. Das ist ein bisschen anders wie im zweiten Teil, aber gut. Lass uns mit der ersten Mission beginnen. Die Reise beginnt. Besiege deinen Gegner. Kein Problem. Geld, Geld und Support. Natürlich haben wir nur ein Monkey D. Ruffy. Support, natürlich Marco und den Phönix, mehr haben wir auch nicht. Ich will der Abenteuer, wie aufregend. Huch, Zoro. Hey, Ruffy, perfektes Timing. Wie wäre es mit etwas Training vor dem Piraten Grand Prix? Joho, ich kann helfen. Super, na los. Ich bin auch dabei. Gut, anscheinend ist unser erster Gegner Lawmaner, Zoro und Brook. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, mal gucken, wie die Steuerung hier ist. Zoro. Ja, okay, Ruffy habe ich ja schon im zweiten Teil aufgespielt. Jetto-Pistole. So, Gungum Regen. Gungum Sturm, okay. Aua. Ach ja, Gungum Gewehr mit Kanone, wo ist er? Und mit einer Gungum Kanone besiegt. Ich versuche hier wirklich so viel wie alles mögliche freizuschalten. Gut, mit Lysopet müssen wir das abschließen. Das können wir noch nicht. Ja, hier levelt man ja. Ich werde darauf achten, dass ich keine Belastung sein werde. Ich werde mir alle Mühe geben. Joho! Brook ist jetzt in deinem Team. Gut, da hätten wir schon mal unseren zweiten Kameraden. Geht auch direkt weiter. Besiege deinen Aufbruch. Besiege deinen Gegner. Hilfsfiguren können leichter gerufen werden. Ist auch nett. Hier spielen wir mit Ruffy und Brook. Und ich nehme schon wieder neuen Support. Hey Sanji, willst du gegen mein Team kämpfen? Schade, als hätte ich keine Wahl. Frankie, hilf mir. Du willst Action sehen? Ich bin diese Woche besonders stark. Joho! Tipp auf mein Gesicht auf den Touchscreen und rufe mich zur Hilfe. Zwei Schilde sind besser als einer, heißt es. Ach ja, hier kann ich das nicht so mit dem Controller rufen, glaube ich. Oder? Okay, gerade kann ich es überhaupt nicht. So, aua.
Okay, wir werden hier gerade fertig. Ich treffe ihn nicht. Ne, wir können ihn leider nicht so rufen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das heißt, Spezialattacke können wir auch nicht so machen. Din. Der muss jetzt so mit Maus. Aber das ist richtig blöd jetzt hier. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Aua, Sanji! Ich kriege gerade gar nichts mit. Sanji, kommst du mal her? Jetto-Pistole. Gut, Sanji hat ihn auch besiegt. Also das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Gut, seht ihr meine Maus? Schaut euch hoffentlich nicht. Mit Zorro müssen wir es abschließen. Haben wir leider auch noch nicht. Und Ruffys Level Up. Ich würde sagen, erstmal Leben. Wie viel habe ich denn? 2 Leben und Angriff. Warum nicht? Ich werde dir helfen. Überlass nur den alten Frankie. Frankie ist jetzt in deinem Team. Gut, hätten wir schon unseren das dritte Crew-Mitglied, sag ich mal so. Doch, wir schaffen noch locker was. Doppelter Ruffy, besiege deinen Gegner. Es ist schon lange her, dass ich zuletzt gespielt habe. Hier taucht anscheinend ein Ruffy-Pazifister, sag ich mal, auf. Nehmen wir direkt mal Frankie, Brooke und unseren Ananas-Gesicht. Mako. Huch, der Typ sieht aus wie ich. Das bist du, was? Bin ich das? Hey, egal, Zeit zum Kämpfen. Ja, auf los. Ich mach euch alle fertig. Noch einer? Okay, das wird lustig. Alle gegen alle. So. Gongom regeln. Jetto Bazooka. Kanone, ey, nicht umkippen. Stimmt, wie nimmt man hier? Okay. Ach ja, Gongom Gewehr. Ignoriert mich nicht. Konnte man hier noch Gongom Feuerwerk einsetzen? Ah, da haben wir sie auch. Gongom Feuerwerk. Finde ich übrigens auch sehr geil, die Attacke eigentlich. Hissigur einmal. Plus Malkio geschlagen. Das haben wir ja schlecht gemacht. Soll ich jetzt direkt nochmal in das Level steigen und den Support-Charakter wenigstens holen? Doch, mache ich. Das wäre wenigstens fair. Wahrscheinlich ist es Duval, den wir... Kommt Zufall, kann ich doch hier machen. Automatischer Support, ja. Sind nur 3 und ja. Gut, das kennen wir ja bereits auch. Hui, 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 hui. Gut, ihr müsst irgendwie einen Support-Charakter rufen. Das heißt, ich lasse euch erstmal im Leben. Oder besiege erstmal ein. Wie lange braucht ihr denn? Deinen ist jetzt schon besiegt. Da ist er ja. Gut, wir haben jetzt einen besiegt. Muss ich auch noch einen rufen? Marco, Nummer 2. Und den zweiten hätten wir auch besiegt. Habe ich jetzt alles soweit geschafft? Ah, perfekt. Gegner einmal mit Hilfsfigur erwischen. Ja. Mit Sanji müssen wir es abschießen. Okay, schade. Und alle Level up, das ist noch besser. Gut. 2 Punkte. Der geht auch einen hoch. Spielattacke haben wir noch nicht. Support kann er noch einer hoch. Gut, weil es die erste Folge ist, wird es ein bisschen längeres Video. Sonst mache ich ja gerade immer so alle 10 Minuten. Das wird jetzt ein bisschen länger. Ganz allein unterwegs. Besiege deinen Gegner. Gut, wir spielen diesmal Lovener Zorro. Hey Zorro, was tust du hier? Wo gehst du hin, so allein? Ich gehe nur spazieren. Lass es sein, Mann! Das lässt du besser. Dein Orientierungssinn ist miserabel. Das ist ein Archipel, dich finden wir nie wieder. Ich verlaufe mich schon nicht. Und dann hat er sie verlaufen.
Ich muss zum Baum Nummer 1. Gut. Ach ja, hier ist der Zorro ja anders. Ach ja, hier hat er die Attacken. Lysop schon tot, okay. Und abwärts. Was war schon? Ja, und wir haben auch alles geschafft. Perfekt. Leider kein Level Up. Mich würde echt interessieren, wie findet ihr es so jetzt? Also den ersten Teil, wahrscheinlich kennt ihr ihn schon, habt vielleicht schon selbst gespielt, aber... Gut, wie komme ich denn nicht mehr hoch, doch. Blasenärger, ja, da kriege ich auch Ärger. Das mag ich nicht so gerne, da gehen wir lieber runter. Piratenjäger Zorro, besiege deinen Gegner. Ich muss niesen, ich hoffe nicht. Und hier kriegen wir auch einen neuen Charakter, wahrscheinlich Zorro. Huch, kann ich hier nicht irgendwie automatisch das machen? Nee, egal, automatisch. Ich gebe alles, was ich habe. Na komm schon, nur kein Zögern. Gut, wir sind Ruffy gegen Zorro. Na komm mal her. Gettelinge. Kanone, ey. Bazooka. Ey. Sturm. Kanon. Ja, gleich das mit den Blasen, wenn ich das noch schaffe. Das heißt, ich muss auf so einer Blase, hatte ich auch schon einen zweiten Teil. Oh, nicht weg da, Ruffy! Ne, leider besitze ich auch noch keine. Gut, ach ja, Support-Charakter, das vergesse ich nämlich jetzt immer. Los, Frankie. Ja, der Weltaristokrat hat ihn besiegt. Gegner einmal mit Spezial- oder Geheimattacke getroffen. Ja, habe ich leider noch nicht. Wie war Frankie Level Up und so haben wir freigeschaltet. Ich werde dafür sorgen, dass alle mich kennen. Ich will der beste Schwertkämpfer werden. Ja, so, das dauert noch ein bisschen. Gut. Hachan Takoyaki. Ist mehr Takoyaki als sein Gegner, aber vermeide die schlechten. Und Blasenjäger, reite die Blasen mindestens 7 Zahleneinheiten, ohne den Boden zu berühren. Gut, und eben noch der Shaggy's Betrügerbar. In kampfnützige Gegenstände können Ideen erworben werden. Gucken wir nochmal da schnell rein. Genau, hier können wir für Ruffy jetzt eben die Attacken kaufen und die Sabaody Archipel-Karte. Kaufen wir die erste für Ruffy, die zweite auch gleich für Zorro. Wir kaufen einfach alles jetzt, wenn es geht. Hä, das kann ich nicht kaufen, warum nicht? Wie viel Geld habe ich da? Oh, ich bin pleite. Ja gut. Das war jetzt der erste Part von One Piece Giant Battle. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.